Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines 2 für Episode 39. Und ich habe gerade ein Spiel geladen und währenddessen sind wir eine Metropole geworden. Sehr, sehr cool. Geld brauchen wir nicht. Finde ich nett, dass sie uns das Geld hier schenken. Aber Tiles und Punkte zum Kaufen für Dinge. Gut, wir haben das letzte Mal dieses schöne Viertelchen hier erweitert. Wir haben den Hafen umgebaut. Da kommt auch ein Frachtschiff, ein volles Frachtschiff. Hier ist jetzt der Frachthafen mehr so gebaut, in die Richtung. Die Gleise habe ich auch gezogen und wir werden hier heute weitermachen. Wir haben die Industrie hier gebaut. Gehen wir hier hin. Kannst du dir ansehen. Hier ein bisschen Industrieviertelchen. Hier haben wir auch. Das haben wir nicht gemacht, aber das haben wir. Ich finde es gerade weird, dass die Mülldeponie hier. Gelagerter Müll ist voll. Eieiei. Kümmern wir uns aber gleich drum, würde ich sagen. Mit. Ist das mit einem Recycling Center? Kann ich das größer machen? Ja, kann ich sogar. Kann tatsächlich bis hier nach oben gehen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich kann die nicht erweitern, weil die zwei Gebäude hier im Weg sind. Das ist schade. So gut. Okay, jetzt haben wir sortiert Müll zur Produktion wieder verwertbar, die später weiterverkauft werden. Dies generiert Einkommen für die Stadt. Kann mit einem Müllwagen deponieren, eine Sondermüllstelle und einem vergrößerten Lager aufgewertet werden. Das ist okay. Aber ich habe hier schon ein Recyclingzentrum. Passt das hier hin? Wenn wir Snapping ausmachen. Ach, da kriege ich sogar dahin. Aber halt verkehrt rum. Ups. Jetzt hat's geklappt. Sehr fein. Dann erweitern wir mal um ein Lager. Ich würde mir vorschlagen, wir machen das Lager hier dran. Ich kann hier kein Lager mehr dran machen, weil es uns überlappt. Ja, schade. Hätte ich nach weiter außen setzen müssen. Aber okay. Das haben wir soweit. Vielleicht brauchen wir auch eine Müllverbrennungsanlage. Das soll uns aber heute nicht extrem kümmern. Denn wir möchten Was tust du da? Worauf wartest du hier? Okay, alle drei Züge sind verschwunden. Ja, gut. Okay. Das tut nichts zur Sache. was möchte ich tun? Ich möchte. Wo sind denn hier die Gleise? Hier sind die Gleise. Ich möchte hier hochkommen. Ich müsste hier irgendwie drüber und hier rein verknüpfen. Denn ich möchte das Hub hiermit verbinden. Deshalb fangen wir auch gleich damit an. Nehmen wir hier den Zug. Wir könnten hier die Spitze nehmen. Ich gehe hier ziemlich hoch. Gehe mal hier auf 20 Meter. Ich würde sagen, ich gehe erstmal hier hin. Guck, ob wir hier irgendwie drüber kommen würden. Nee, wir müssten das ganze Gebäude versetzen. Was machst du eigentlich? Du produzierst nur Nutztier. Haben wir einen Überschuss an Nutztier?
Nee, wir haben von allem Defizit. Wir machen trotzdem 16 Mio plus. Das ist unglaublich. Aber ich würde dazu neigen, die Nutztierfarm erstmal hier zu entfernen, um mit dem Zug hier nach hinten zu kommen. Ich glaube, das ist dort, wo ich reell ansetzen möchte. Ich habe eine Idee. Okay, wir müssen hier irgendwie natürlich an der Stromline vorbei. So, denn nun können wir hier mit einem schönen Bogen einfach runtergehen. Oder? Ja. Kriegen wir es irgendwie hin? Naja, ein nettes Oval geworden. Und ich hoffe nicht zu steil. Gut. Dann geht's hier weiter. Hier waren wir auf 15 Meter, ne? Also passt das auf jeden Fall mal. Dann kann man hier rüberfahren. Und hätte eine Güterstrecke. Gut, dann machen wir auch gleich die Linie. Eine Güterzuglinie. Wo wir hier entlang gehen und darf gerne auf dem Gleis ankommen. Und dann wieder zurück. Und während das passiert, das müsste die Linie sein, ne? Ein Fahrzeugpaar reicht vollkommen. Dann folgen wir dem Mar. Oh, bitte im vordersten Wagen, dankeschön. Bitte nicht despawnen. Warum blockiert ihr hier? Oh, da stehen zwei Güterzüge drinne. Eieieiei. Ja, der kommt jetzt nicht raus, weil ich
Ich muss den Bogen hier größer spannen. Sonst wird hier zu viel blockiert. Komm, machen wir gleich zweigleisig hier. Machen wir das hier mal so. Und gucken, ob jetzt vielleicht hier keine Züge mehr stecken bleiben. Ist das ein Tornado, den ich da höre? Ja. Habe ich richtig gehört. Bleib mal weg. Die warten halt immer genau hier. Ist halt nicht gut, dass die hier warten. Aber der kommt jetzt raus. Der fährt jetzt hier ums Eck. Dann kann der reinfahren. Schon mal gut, es wird nur hier blockiert. Was passiert, wenn ich hier einfach sage, ich gehe hier zweigleisig? Ist dann auch etwas einfacher? Zwecks warten und ausweichen, das sollte lang genug für einen Güterzug sein. Ist das true? Yes. Ja, ja, okay. Das ist mit dem Warten halt absolut kein Problem mehr. Hier wird nichts mehr blockiert. Das ist perfekt. Und mit dem fahren wir, glaube ich, mit. Jo. Okay, der liefert auf jeden Fall schon mal was runter an den Frachthafen. Und angekommen. Und der holt was ab und liefert. Perfekt, das funktioniert, weil die sind manchmal echt buggy. Diese Dinge, deshalb freue ich mich umso mehr, dass das klappt. Und wir hätten noch ein bisschen Office Need. Ich würde hier auf jeden Fall alles mit Low Density gehen. Ich fülle alles mit Offices aus. Oder mit Büros. Büro war der deutsche Wortlaut. Dann können die sich da hinbauen, wie sie das möchten. Warum verlassen? Oh, keine Ahnung. Hier, wenn kleine Unternehmen verlassen. Oh, ich habe wieder Ampeln, ne? Erstmal Ampeln hier weg. Falscher Klick. Und Rechtsklick. Das sieht schon verkehrstechnisch ganz okay aus. Klar, ich würde die irrsinnig gerne anders schicken. Die biegen hier halt alle links ab. Das ist schlecht. Wird Sinn machen, das hier zu einer... hier zu teilen und das zu einem Einbahngebiet zu machen? Also hier irgendwo, weil mit einem Kreisverkehr, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Aber diese eine Ecke staut sich nicht mehr. Dass sich hier oben staut, das ist mir ziemlich egal. Ja, soll sich von mir aus stauen. I maybe did an whoopsie. Fließt Wasser.
alles unter Wasser, toll. Hier wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen, den anders zu bauen. Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Sag mal, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.